Hallöchen, hallo, ihr Lieben da draußen. Eine weitere Folge von Newcomer TV, dem Magazin, wo es um Newcomer-Bands geht aus der Region und darüber hinaus mit aktuellen Konzertmitschnitten. Ich möchte euch zurückführen zur 6. Newcomer TV-Nacht, die im September in der Portstraße Jugend und Kultur in Oberursel am Fuße des Taunus stattgefunden hat und uns mit wahren emotionalen Begeisterungsstürmen überflutet hat. Also es waren so viele geile, tolle Bands am Start und eine von diesen tollen Bands möchte ich euch vorstellen, nämlich Bush of Dorn. Bush of Dorn bin ich gestoßen, weil über ein Album, digitales Album, was online war und die Musik hat mich sehr berührt und eigentlich ist es ein Studioprojekt, weil die Urband von Bush of Dorn ist Dornbusch, ja, und sie haben sich, die beiden Jungs von Dornbusch haben sich ins Studio zurückgezogen und haben eine 24-Spur-Maschine ausprobiert und dabei ist diese wunderbare Musik von Bush of Dorn entstanden, so ein bisschen Alternative, Noise, experimentell, Filmmusik, wie auch immer, mit Gesang und ich möchte euch einladen zu diesem wunderbaren Konzertausschnitt von der 6. Newcomer TV-Nacht. Hier für euch Bush of Dorn. Genommen, also ist Bush of Dorn ein Audio-Projekt von Dornbusch, also wo ihr zwei zuerst einmal eure neue Vierspur-Maschine im Keller in eurem Studio ausprobiert habt und dann seid ihr sozusagen entflammt für das, was ihr musikalisch gefunden habt zusammen. Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man wirklich sagen kann, ob wir irgendwas musikalisch gefunden haben oder irgendeine bestimmte Richtung gefunden haben, weil wir es halt tatsächlich in ganz verschiedene Richtungen gemacht haben. Aber ja, genau, also wir sind eigentlich ursprünglich aus Dornbusch entstanden, unsere andere Band, wo auch... Gruß auch an Paul übrigens. Genau, Paul. Grüß an Paul. Du guckst zu. Gehen raus und dann zum einen sozusagen notgedrungen wegen Corona und Pandemie und so weiter und Kontaktverbot und auf der anderen Seite auch eben, weil wir vorgehabt haben, so ein bisschen auch Aufnahmen zu machen und so weiter, so sind wir dann zusammengekommen und haben erstmal probiert und so ist
dann das rausgekommen, was ihr später hören werdet. Kann ich mir das vorstellen, wenn ihr da zu zweit bei euch in dem Studio hockt, in irgendeinem Keller, also so ein bisschen schummriges Licht und sozusagen jede Tages- und Nachtzeit vergessend, die Zeit verlierend. Also wie arbeitet ihr da? Wie findet ihr da zusammen? Wer versorgt euch mit Gemüse und frischen Lebensmitteln? Die brauchen wir nicht, weil wir haben Kaffee. Genau, wir haben einen Proberaum mit Neonlicht, also so ganz gemütlich ist es dann auch nicht. Das und eine Kaffeemaschine natürlich. Und Kaffeemaschine. Mittlerweile auch eine große Industriemaschine. Also. So ist es. Wir bringen die Ideen von zu Hause mit. Also es ist mal eine Idee von Dirk, mal eine Idee von mir. Manchmal entsteht auch einfach tatsächlich irgendwie was mit einem Zimmer, so, ja, mit einem Proberaum und nehmen dann einfach eine Idee auf, gucken irgendwie, was können wir damit machen, was kann man damit irgendeinen Song herstellen. Und dann ist eigentlich das Konzept tatsächlich, dass wir dann auch den Song an dem Tag auch direkt beenden. Also auch mit Texte und allem drum und dran. We'll be right back.
Also wirklich eine Wall of Sound, kann ich nur sagen. Bush of Dawn, großartige Band. Und vor allen Dingen, was ich so toll finde, kann es immer nur wiederholen, die haben extra, weil die ja normalerweise nur mit zwei Leuten im Studio arbeiten, Gitarre und Gesang, haben extra diese Band zusammengestellt, damit ihr das auch einfach mal live mitkriegt, am Blut geleckt sozusagen, und werden wahrscheinlich, ich gehe einfach mal davon aus, auch weiter für Konzerte unterwegs sein. Bush of Dawn, merkt euch das, geht auf ihre Seite und sagt, ey, das war total klasse. Jetzt kommt eine andere Band, eine ganz andere Band, komplett andere Musik, Rock, Alternative, Indie, und die Jungs kommen, und das Mädel, kommen aus Obertshausen. Toller Ort. Und ja, im Grunde genommen war es die Begleitband von der Sängerin unter dem Namen Nathy Allen. Aber irgendwann hat sie gesagt, nee, das ist mir irgendwie nicht tight genug und nicht gut genug und nicht homogen genug. Deswegen hat sie gesagt, wir sind jetzt kein Solo-Projekt mehr von mir, sondern wir sind eine Band. Und dann haben sie sich umgenannt. Miss Ree heißen sie jetzt. Und deswegen viele Worte, wenig Sinn. Viel Spaß bei Miss Ree. Wie gesagt, wir sind Miss Ari und spielen euch mal ein paar neue Songs, die ihr überall hören könnt. Der nächste ist Gone, geht über eine Freundin, beziehungsweise die Beziehung zu ihr, die irgendwann mal zu Ende gegangen ist. Viel Spaß. Oh, no.
Das dampft noch fast. Ein neues Richtig. Baby hier. Worum handelt es sich? Was ist für ein Album? Was dürfen wir erwarten? Ja, das ist, nennt sich Featherlized, ist seit Ende August auf allen Streaming-Plattformen und auch als CD bei uns erhältlich. Und es sind gemischte Songs aus persönlichen Erfahrungen und ja, Lebensabschnitten, die man so mitgemacht hat. Im Grunde genommen seid ihr seit 2017 zusammen. Eigentlich hieß das irgendwann mal Nessie Allen. Das war die sozusagen Begleitband von diesem Nessie Allen-Projekt. Und dann habt ihr gesagt, nee, wir machen eine Band daraus. Fast richtig. Wir haben uns letztes Jahr im Sommer, also beziehungsweise im Frühjahr gegründet. Ich war im Studio bei Buddy Neumann im Jutz damals noch und habe meine erste Platte aufgenommen. Und genau, er hat mich mit Leuten zusammengebracht und dann haben wir uns erstmal für Nessie Allen, für mein Soloprojekt als Liveband entschieden. Und während des Sommers haben wir ganz schnell festgestellt, wir wollen eine richtige Band draus machen. Also ihr wart gleich in love. Ja. Der nächste heißt Jane, ist von der alten Platte. Und es sollte mal eine Liebesgeschichte eigentlich werden. Und irgendwie wurde ich davon überzeugt und habe wahrscheinlich auch zu viel Krimis geguckt und True Crime und habe daraus ein Psycho gemacht. In Songformat. Wo kriegen wir das? Es ist auf den Streaming-Plattformen, aber wo kann man es kaufen, wenn man es haben will? Bei uns direkt. Also ihr könnt direkt zu Hause bei dir, man kann klingeln und so einen Salatkopf mitbringen und so Gemüse tauschen. Ich habe Hasen, also die freuen sich über Gemüse. nee, aber ihr könnt uns auf Instagram, auf Facebook anschreiben. Unter Miss Ari? Miss Ari, Miss Ari, genau. Miss Ari Band. Miss unterstrich Ari unterstrich Band. Genau, auf Instagram. Und in Facebook auch Miss Ari.
und einfach dann eine persönliche Nachricht. Tengella, Ushella, Misalalaba. Ja, so, es reißt einen so förmlich hin und her, ja. Also ich meine Misery, nicht Misery, das war ja der Song, den ihr gerade gehört habt von der Band, sondern Misery, so heißt die Band aus Oberzhausen und ich hoffe, es hat euch gefallen und zwar nicht nur Misery, sondern auch Bush of Dawn, die ihr heute in der Sendung kennenlernen durftet und ich hoffe, es hat euch hungrig gemacht auf diese wunderbaren Klangperlen in der Subkultur hier im Rhein-Main-Gebiet, im Frankfurter Raum. Fantastische Bands, die es hier gibt, fantastische Musiker und Musikerinnen, die wirklich brennen für ihren Sound und vor allen Dingen brennen, euch kennenlernen zu dürfen. Und ich hoffe, es geht bald wieder los, live. Ich danke auf jeden Fall euch, dass ihr dabei wart und geht auf die Seite von Newcomer TV, geht auf virusmusik.de, das ist die Musikinitiative, die die Live-Konzerte organisiert, um Newcomer TV-Veranstaltungen und lernt uns kennen, engagiert euch für die regionale Kulturszene. Bleibt gesund. Wir sehen uns bald wieder. Das war euer Seppel am Mikrofon und der wunderbare Jochen, der diese Kamera führt und überhaupt ein ganz toller Mensch ist. Danke, tschüss, arrivederci, bis bald.